Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute wieder euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die App Study GE. Diese App macht euch in Erdkunde fitter bzw. wieder fit. Das werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Also bis gleich. Study G, Weltkarte, Geografie, Flaggen, Länder. Wissen über Erdkunde lernen bzw. auffrischen. Oben sieht man das momentane Level, Level 5. Modis, Einzelspieler, Multiplayer. Modus, Namen, Hauptstädte, Flaggen. Das heißt, es wird nach den Namen gefragt, nach der Hauptstädte. Beziehungsweise nach die Flaggen. Auswahlmöglichkeiten, schnelles Spiel, volles Spiel, sprich 10 Länder oder alle Länder. Schwierigkeitsgrade einfach, mittel, schwer. Dann wählt man einen Kontinent aus, beziehungsweise eine Region. Hier haben wir dann Europa und Russland. Jetzt haben wir Europa und Asien komplett, Australien, Afrika und so weiter. Dann auf Spielen. Und dann wird hier gefragt, wo ist die Republik Moldau? Dadurch, dass der einfache Modus ist, werden die gefragten Länder bunt hervorgehoben. Unten links sieht man, das ist die erste Frage von 10. Und darunter sieht man nochmal, wie viel man richtig hatte. Unten rechts gibt es nochmal diese Lupe. Da kann man dann Prinzip mit seinen Fingern rein und rauszoomen, wie man es kennt, und die Lupe. Dann hat man wieder den Vollbildmodus. Österreich bestätigen. Lettland, Tschechien, Rumänien, Finnland, Deutschland, Weißrussland, Griechenland, Belgien. Und somit steigt man immer weiter im Rang auf. Ab zurück zum Hauptmenü. Jetzt kommt Werbung. Dadurch, dass wir das nicht gekauft haben, haben wir Werbung mit drin. Hier hat man nochmal die Karte, die Komplettkarte, und hier kann man sehr schön sehen, was die Hauptstadt ist, Einwohnerzahl, Fläche, Währung, Amtssprache und die Regierungsform. Und das für jedes Land. Dann hat man nochmal die Möglichkeit, sich zum Beispiel die Flächen, die Bevölkerungszahl und die Bevölkerungsdichte anzuzeigen zu lassen. Wenn wir jetzt auf die Fläche gehen, dann sieht man, dass je größer das Land ist, desto dunkler ist die Farbe. Wie jetzt hier zu sehen bei Russland. Russland hat die größte Fläche. Wieder zum Hauptmenü, wieder Werbung. Dann haben wir die Erweiterungen. Das ist hier die Hauptkategorie, die Weltkarte, Anzeigen entfernen, 2,39 €, dann hat man gar keine Werbung mehr. Des Weiteren hat man die Erweiterung Bundesländer Deutschlands, Staaten der Vereinigten Staaten, föderale Gliederung Russlands, niederländische Provinzen, Gemeinschaften Spaniens und Regionen Frankreichs. Oben rechts, das Zahnrad, hat man die ganzen Einstellungen, die man machen kann. Hier kann man auch noch mal die Sprache ändern. 12 Sprachen werden unterstützt. Hier kann man nochmal das Design ändern. Alle weiteren Designs kann man dann freischalten. Und hier haben wir nochmal die momentanen Auswertungen, was man bis jetzt
gemacht hat. Alle Regionen, Afrika, Europa etc. mit den Namen, Hauptstädten oder die Flaggen. Dann hat man noch mal bei den Balken eine Statistik, was man bis jetzt beantwortet hat, ob man es gut beantwortet hat oder noch gar nicht beantwortet hat. Den Hauptstädten, Flaggen und den Namen. Und der Gesamtstatistik und in einer Reihe korrigieren. Unten rechts kann man die App bewerten und oben links bei der Tür geht es natürlich wieder aus dem Spiel. Kommen wir nun zum Fazit. Die App StudyGE ist eine App, um Erdkunde zu lernen, zu üben, vor allem auch spielerisch, sich mit anderen Menschen zu meschen und um sein Wissen zu erweitern bzw. sein Wissen aufzufrischen. Das Design ist sehr schick gehalten. Die Bedienung ist sehr einsteigerfreundlich. Es gibt leider bloß 6 Kategorien. Pro Land ist ein bisschen schade. Die wichtigsten sind dabei. Und die Werbung, die nervt ein bisschen, aber dafür ist die App natürlich kostenlos. Wer das nicht möchte, der kann natürlich 2,39 Euro bezahlen, um das dann nicht mehr zu haben. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, diese Erweiterung zu kaufen. Deutschland etc. mit den Bundesländern und den Hauptstädten. Dann des Weiteren gibt es ein paar kleine Abweichungen zwischen StudyGE und Wikipedia zum Thema Bevölkerungszahl und Gesamtfläche. Die Gesamtfläche, warum das so ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Entweder ist das gut von StudyGE recherchiert oder von Wikipedia. Denn ich habe das mal überprüft zwischen den beiden, zwischen Wikipedia und StudyGE, diese Zahlen. Die Einwohnerzahl, gehe ich mal davon aus, ist deshalb teilweise unterschiedlich, je nachdem, in welchem Jahr man denn geguckt hat, wie viele Einwohner denn vorhanden sind. Aus diesen Gründen würde ich dieser App 4 von 5 Sternen geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal vor allem und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.